Ha! So, ihr Nacken! Aufnahme läuft! Gebt fein acht! Onkel Icke hat euch was mitgebracht! Kick mal hier, ihr Nacken! Oh. Ja! Ja! Oh! Oh, noch einer! Bioxer! Yeah! Humaluka! So, meinen Schutzpolster für den Rücken, ja, habe ich jetzt nicht gekauft, ist alt. Aber kickt euch das an, ihr Nackenfreunde! What's going on? Endlich hat die Sucht wieder ein Ende gefunden. Beziehungsweise die Läden haben wieder geöffnet, ihr Nackenfreunde. Und ich bin einfach nur ganz zufällig vorbei auf dem Arbeitsweg und sehe, mein Laden hat offen. Ihr lieben Freunde, und ich natürlich, wie ich drauf bin, natürlich reingestiefelt und erstmal nach neuen Dingern gekickt. Und ihr seht, ey, ich hab alle neuen gekriegt, fast alle. Richtig übel, Alter. Woo, yeah. Ich bin so ausgeflippt, Alter. Ich hätte es gerne aufgenommen für euch da drinnen, weil es war eine Riesenkiste, voll gepackt mit den neuesten Dingern, aber auch teilweise alte. Aber ich sag euch, ich habe hier nur die neuesten. Schöne Grüße hier raus an Lamely. Mr. Lamely. And now I have the cars that you have. Weil in Amerika oder England kriegen die irgendwie teilweise schneller die Autos als wir hier. Ich mache das jetzt mal ganz schnell für euch so, damit ihr ein bisschen, hä, und den habe ich mir natürlich auch wieder geholt. Ja, ihr Nacken, ihr wisst warum, weil, nee, darfst du ja gar nicht verraten, weil sonst machen das die Leute nach und das wollen wir nicht. So, auf jeden Fall hier, schönen Subaru Impreza, schön in Rot. Alter, ihr Nacken, kickt euch das an. Ist das geil oder ist das geil? Wow. So, hier auch ein geiles Teil. Eigentlich müsste ich die Review jetzt wirklich so machen, dass man sie alle mal kurz reinzeigt, wa? Schöner BMW, kickt euch das an, Alter. Den gab es aber schon mal in einer anderen Farbe. Ich weiß jetzt nicht, ob orange oder gelb. Hat für mich keine Rolle gespielt, weil es ist ein BMW. Und zwar so ein alter von 69. Deswegen ein Muss, ja. Ein Must-Have, man sagen. Ihr lieben Freundchens, da draußen. Ja, also der Icke hat wieder zugeschlagen. Hab natürlich auch ein paar Mal die doppelt genommen, weil manchmal sieht man ein paar, wie sagt man, Farbunterschiede oder Abweichungen. Hier zum Beispiel oben sieht man, das ist ein bisschen da, naja, nicht ganz so sauber gemacht. Egal, deswegen habe ich die teilweise zweimal oder halt für einen Kumpel. Das ist dieses neue Teil, Iron Motors Thrasher, weiß ich nicht, hier von Fast and Furious Spy Racers. Was auch immer das ist, jedenfalls ist die Karre arschgeil und die wollte ich unbedingt haben. Deswegen, jetzt habe ich sie. So, ihr lieben Freunde, kurz mal hier so. Aber wir können das gleich mal kurz mal ordnen. Da ein paar Matchbox. Matchbox, Alter. Boah, der schöne grüne Mustang, auch geil. Ein gelben Porsche, auch eine geile Nummer. Hier haben wir, wie gesagt, diese, das haben wir ja gerade schon gezeigt, war ey, übelste geiles Modell auf jeden Fall. So, dann haben wir hier dieses komische, wie gesagt, dieses komische Neuzeitmodell. Was soll mal das sein soll? Ich finde es eigentlich scheiße, aber ihr kennt das als Sammler. Habe ich denn gedacht, nehmt mit, weil irgendwie ist das eigentlich ganz krass von hinten, Alter. Wow. Schon krass. So, auf jeden Fall, das Ding natürlich auch. Schöner Mazda RX-7. Gibt es aber auch schon wieder, glaube ich, neue von. Ich weiß nicht, die sind auch schon älter. Deswegen, die ganze Corona-Krise hat einen ganz schönen Stopp in die ganze Sammelleidenschaft reingebracht. Hier, dieses geile Teil. Ihr Nacken, den gab's, der Porsche, genau. Den gab es mal in Rot, glaube ich, und in Weiß oder in Schwarz. Und das ist die neue Ausführung in so einem geilen, weiß ich nicht, soften Gold. Man sieht doch, wie schön das, ja, schön hier, wie sagt man, Metallic Lack ist. Geil, Alter. Auf jeden Fall. Also, Machen wir mal gleich doppelt. So, und wie gesagt, die sind die letzten hier. Der hier unten nochmal ein schöner, Ford Coupé. Es ist nicht der eine Ford, den sie neulich rausgebracht haben. Das ist hier wieder ein anderes Ding. Und das ist geil, Alter. Geil, Junge. So, denn wie gesagt, hier Bone Shaker nochmal in Rot. Ich glaube, dass ich den nicht habe. Deswegen habe ich mir geholt. Das Lustige ist,
wie gesagt, ihr Nacken. Wo war der Treasure Hunt? Hier, dieser ist der Treasure Hunt, ihr Nackenbrüder. Da ist das Zeichen mit dem Feuer, die Flamme. The Flame, you know, Fire Flame. Da ist das runde Zeichen. Treasure Hunt, you know. So, also. Ihr seht, ihr lieben Freunde, so hat sich der Icke mal wieder auf jeden Fall was gegönnt. Und nicht zu wenig, ne? Nicht zu wenig. Eine geile Nummer. So, ich filme das jetzt vielleicht mal kurz mal so nochmal ab. So, ihr lieben Freundchens. Schöner Lambo Calardo Police Car. Geil, ey. Wow. Lambo. Lambo ist immer geil, Junge. Ja, den Steam kennt er ja jetzt schon, ne? Roger Dodger, der ist aber auch einfach nur geil. So, Subaru Impreza, schön. Yes, 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 yes. Yes, nice, 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 nice. Genau, grüße ihn noch rüber an den nice, nice, nice man. Aus Asia, you know. Or I don't think wo, her. So, Porsche Panamera, wieder mal auch schön in einem geilen, ja, wie sagt man, Lackopfatz. Schön metallic, ne? Denn dieses krasse Teil, Ford Maverick, schön wieder, Alter, boah, in matt und dann den Flames. Einfach nur geil. Einfach nur Hammer. Greenwood Corvette, auch in einer anderen Ausführung. Jetzt ist auch schon ein paar Mal in verschiedenen Varianten. Cobra Camaro, wie gesagt, geiles Ding, musste ich haben, ganz klar, muss ich immer haben. Camaro, nicht zu verwechseln mit dem, ja, mit dem Mustang, aber der sieht anders aus. So, wie gesagt, Mercedes AMG haben wir hier dabei, der auch sehr schön ist, muss ich sagen. Guckt euch das mal an hier. Wow, vorne erstmal fett der Grill und das schöne Zeichen da drauf. Hinten auch geil, die Lampen, Lichter angetönt. Hinten steht noch eine Schrift irgendwie drauf. Also, ist ein Knaller hier, das Ding. Echt. So, nochmal der Subaru, wie gesagt. Dann haben wir hier Chevy Nova Wagon 64er. Der ist auch auf jeden Fall geil. Ist ein geiler Stil, finde ich. Der Dodge, wie gesagt. Denn dieser Mazda RX-7 von 95. Man kann ja das mal hier zusammentun. Mazda. Kickt euch das mal an. Das sind zwei verschiedene Mazda-Sorten. Aber nennt sich Mazda RX-7. Also es ist auch eigenartig. Eine eigenartig. So, wie gesagt, die anderen haben wir eigentlich, glaube ich, gezeigt. Alle, wa? Ihr Nackenbrüder. Geil gemacht. Coole Karre. Und wie gesagt, die beiden Golfs. Also eigentlich ist ja nur einer meiner. Und auf jeden Fall geil. Wow. Ja, auch die Reifen. Geil, ihr macht mit diesem Weiß. Jo, boah. Und jetzt bin ich durch, du. Boah. Ihr Nackenbrüder. So. So. Ja, was soll ich sagen? Oh, ich bin fertig von Arbeit. Und der Weiß ist hier. Wenn ich das abmache, kriegt ihr das Kotzen. Das ist eine ganz ekelhafte große Wunde. So klein. Nein, war schon krass. Hat gut abgeblutet. Aber gut, so sind wir nun mal, ne? Wir sind ja nun mal Bluter. Wir bluten. So, des Weiteren, ihr Nacken, könnt ihr ja mal kurz mal kicken, weil ich Kino habe. Bim, bist du mal wie mal, bim, bim, bim. Und ich grüße natürlich Kano, man, von dem ich dieses Gerät nämlich bekommen habe. Also wird demnächst auf jeden Fall in meinen DJ-Sets ein krasseres, hoffentlich krasseres Bild projiziert werden als visuell. Und ja, damit sage ich auch erstmal schön mit Ö, ihr Nacken, warte mal. Noch sind wir nicht fertig, ihr Nacken. So, jetzt könnt ihr mal schön in meine Nase reingucken. Vielleicht sieht man ja ein paar dicke, fette Popel. So, das habe ich noch für euch. Achtung, ihr Nacken. Warte. Jetzt aber. Plop. Gut, das war nichts. Schade, vielleicht wird es ja dieses Jahr nochmal was. Bitte. So, ihr Nacken. Damit ist er dann aber wirklich raus. Oh ja. Ich, Bert. Ey, Kamera. Also, ich kann ja noch mal kurz mit euch zu meinen Lieblingen gehen. Ne? Ihr kennt die ja nun auch schon. Grüßt euch schön. Und weil ich ganz nett zu euch bin, gehen wir noch mal hier rüber. Oh, so ihr Nacken. Hey, Ding, Boing, Wuff.
gut. Ich würde sagen, das reicht für den kleinen Spaß heute. Und dazu natürlich mal noch eine kleine Melodie. Achtung, eine kleine Melodie. So. Gut, ihr lieben Freunde des Zuschauens, ich sage jetzt mal tschüss mit euch. Ich denke mal, wir hören uns dann wieder live, weil das ist ja hier nicht so wirklich live, ne? Aber ich wollte euch auf jeden Fall erstmal gleich hier, wie sagt man, teilhaben lassen an meiner kleinen, an meinem kleinen Suchtwahn, Hobby, wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall sind dit die Karten praktisch die, ja, die letzten neuesten, die es gab. Es gibt bestimmt schon wieder neuere, aber wie gesagt, jetzt erstmal die. Und das sind eine ganze Menge gewesen. Oder sind's halt. Reicht erstmal, würde ich sagen. Also, haut rein, ihr Nacken. Ich sag Peace. Hier war Icke, Kasulle. Oder auch euer Freund des Bieres. Tschö mit Ö. Ihr lieben Freunde. Oh yeah.